Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Napoleonic Wars League und zwar mal wieder zu einem 1 gegen 1. Diesmal ist es das 2LHR gegen das 15. KPR, dritte Liga. Und es ist das Match, das über den Einzug in die zweite Liga des 2LHR entscheiden wird. Besser gesagt, wenn das 2LHR jetzt gewinnt, sind sie sicher in der zweiten Liga. Wenn sie jetzt verlieren, dann müssen sie halt beim nächsten Mal gewinnen. Ich bin nicht allein, ich habe jemanden dabei, sonst wäre es ja auch langweilig. Ich habe dabei Adjutant Blue Light. Grüß dich. Hallo Pilo, hallo, herzlich willkommen liebe Zuschauer. Ja, du hast eben gerade angesprochen, dieses Match hier ist sehr wichtig fürs zweite LR, um einfach den Einzug in die zweite Liga zu sichern. Wenn nicht, muss man noch mal zittern, aber ich schätze mal, das werden unsere Jungs schon packen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Das 15. KPR hatte am Anfang ein paar Probleme, die Leute zusammenzubringen, hat aber jetzt durchaus 16 Mann zusammengebracht. Insofern sogar ein Mann über dem Limit, sehr schön. Und deshalb konnten dann auch noch ein paar Leute von uns mitspielen, ne? Denn wir müssen uns ja immer angleichen der Mannzahl des Gegners. Und ja, da mussten erstmal die Hälfte der Leute gehen. So können jetzt zumindest 16, 17 Leute spielen. Das ist ziemlich schön. Harris führt mal wieder, also diesmal nicht Maximus auf Drogen. Haha. Mal sehen, was wir uns diesmal einfallen lassen. Und ja, ich übergebe mal an dich, Blue Light. Was passiert denn so? Ja, ich denke mal am Anfang die ersten Runden werden ein bisschen abtastend sein, weil man hört zwar immer viel von Regimentern, so ja, die sind schlecht im Schießen oder ja, die sind schlecht im einzelnen Nahkampf, aber hören und dann, sage ich mal, die Praxis, Theorie und Praxis sind immer zwei Paar Stiefel. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich erst mal sehen, ein bisschen abtasten, erst mal gucken, wie sind die beim Schießen drauf und wie sind die im Nahkampf drauf. Und wenn es im Nahkampf geht, muss kommt es halt darauf an, wie das zweite der, sag ich mal, ja, wie das Teamplay funktioniert. Völlig richtig. Harris hat jetzt schon mal schießen lassen und hat damit auch schon die erste Salve oder abgeschossen oder beziehungsweise einen Treffer landen können in Form von ein paar Raum. Meine Güte, heute ist echt der Wurm drin, aber ich denke mal, das renkt sich schon aus. So nach 10 Minuten oder so wird man dann langsam warm. Das 15. KPR hat kehrt umgemacht, wird es wahrscheinlich nochmal tun, denn der Offizier gibt immer gerne selbst den Befehl, erfahrungsgemäß. Oberst Neoff, glaube ich, heißt er. Ja, nie auf. Dürfte ein erfahrener Typ sein, jedenfalls ist mir der Name bekannt. Ja, und dann bin ich mal gespannt. Genau, der Kehrtbefehl kam schon und damit haben wir ein standardmäßiges 1v1 Opening erstmal. Sie kreisen umeinander. Allerdings noch mit viel Abstand. Ja, hier haben gerade noch zwei vom 15. KPR eben gerade haben es anscheinend etwas verschlafen, weil die sind jetzt in die Richtung vom 2. LR gerannt, bis sie gemerkt hatten, ups, es kam ja der Kehrtmarschbefehl und deswegen ist jetzt hinten eine kleine Lücke beim 15. KPR. Es könnte jetzt passieren, dass die beiden Schüsse oder die drei Schüsse vielleicht fehlen am Schluss. Ja, jetzt wird der Kreis ganz eng gezogen. Das 15. KPR geht wohl in den Charge. Ja, es geht sofort in den Charge, ohne zu schießen. Nur das 2LHR hat einmal einen Schuss abgeben können. Das hat John dann gleich neutralisiert hier mit einem Double Kill unterwegs. Schön in den Nahkampf gestartet. Momentan sieht es noch ganz gut aus. Es ist eher ausgeglichen hier. 10 gegen 9. Jetzt muss das 2LHR aber mal zeigen, was es im Nahkampf kann. Das tut es nicht. Kassiert hier erstmal. Das ist erstaunlich. John haut richtig rein. Ding mit Hut auch hier mit 3-0, der Oberst auch. Also, das ist eine Runde, die ans KPR geht. Erste Runde und ich würde mal sagen, das ist unerwartet. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die besser im Nahkampf sind. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt aus dieser Runde schließen kann. Vielleicht hatten sie hier wirklich den Überraschungsmoment auf ihrer Seite. Vielleicht hat Harris nicht damit gerechnet, dass jetzt von denen einfach gecharged wird. Aber da müssen sie jetzt echt was entgegenhalten, weil das können sie sich nicht bieten lassen, hier im Nahkampf einfach mal so einzustecken. Ja, ich habe es auch gerade gesehen von der Vogelperspektive. Da sage ich mal, viele Leute, sagen wir, die waren ziemlich gesplittet und das Problem war beim zweiten LR, in der Mitte war keiner. Das heißt also, das 15. KPR können sagen, zwei kleine Kreise ziehen und ich schätze mal, auch die Kommunikation hat beim zweiten LR ein bisschen gefehlt, weil es wurden sehr viele von hinten erstochen, wo es eigentlich heißt, Obacht hinter dir. Also ich schätze mal, da hat auch ein bisschen die Kommunikation im Teamspeak auch ein bisschen gefehlt eben gerade. Ja, also suboptimale Runde, auf jeden Fall nicht gut reingestartet hier vom 2. Leibhusarenregiment, zumal sie hier ja wirklich wenige sind. Mit 17 Leuten sind wirklich die Besten da, die Crème de la Crème, und das müsste eigentlich schon funktionieren. Gerade wenn man bedenkt, dass das 15. KPR ja jeden Mann rangebracht hat. Aber die haben da schön gekämpft, das war ein schönes Manöver vom Offizier, der da einfach mal reingegangen ist. Ich meine, das Herz muss man sich auch erstmal fassen. Und die Leute haben das wunderbar umgesetzt, koordiniert gemacht. Und wie du schon beschrieben hast, das 2LHR scheint da einfach mit der Abstimmung im Team das nicht ganz so hinbekommen zu haben. Hoffentlich wird das jetzt anders. Jetzt wird wahrscheinlich gleich eine preußische Faust gebildet. Oder es wird weitergelaufen. Auf jeden Fall geht es auch bald wieder in den Nahkampf. Dafür sind die Linien einfach schon zu nah aneinander dran.
Ja, da kam eben gerade schon der Cat Marsh Befehl von 15 kpr. Frage, ob jetzt Harris den gleich tut und auch den Cat Marsh Befehl gibt. Jetzt kam es vom 15. nochmal. Die werden wieder reingehen. Weiter. Die werden wieder reingehen, glaube ich. Ja, es könnte auch sein, dass vielleicht jetzt Harris Halt sagt. Ja, bereitet sich schon drauf vor. Ah, doch jetzt. Ja, nein, jetzt lässt er, das war ein Antäuschmanöver, damit die anhalten hinter dem Stein, da hätte er sich super erwischt. So, jetzt muss er aber anhalten, weil ansonsten wird er wieder gecharged. Ja, ja jetzt hat. Tut er auch, da sind schöne Knubbel, ja, da kann man schön reinschießen. Ja, jawohl, ist gute sehr schön, ja. Kein Schuss außerhalb der Formation, das kann man hier vom 15. KPR wenig behaupten, die haben nicht außerhalb der Formation geschossen, sie haben nur außerhalb der Formation angelegt, insofern regelkonform in meinen Augen. Aber das ist natürlich jetzt ein Riesenvorteil hier fürs 2HR, 14 gegen 10. Ja. Das müssen sie aber natürlich jetzt auch hinbekommen. Also es sieht gut aus, hier von der Formation haben sie einen schönen Kreis um den Gegner gebildet, das dürfte hinhauen, sieht man auch an den Kills, klar. Genau, man sieht es an den Kills, wie du es gesagt hast, man sah auch eben gerade, dass mindestens ein, zwei Leute immer beim Gegner waren und das war wirklich ein sehr gutes Teamplay und auch nicht ein Teamkill, was in der ersten Runde ja war, Fall war. Es war zwar nur einer, aber einer ist schon zu viel. Ja klar, also Teamkills sollte man immer vermeiden, egal in welchem Ausmaß sie vorhanden sein mögen. Insofern, das Valhalla hat sich stark zurückgemeldet. Also wie so oft verlieren sie ihre erste Runde hier? Mir ist schleierhaft, warum das immer notwendig ist. Aber sie wachen danach auf und das hat man hier gesehen. Also sehr schön sich zurückgemeldet, wirklich ganz, ganz souverän das hier hinbekommen. Sie haben gut getroffen, das muss man sagen. Das war der Grundstein für den Erfolg in dieser Runde und dann haben sie im Nahkampf die Sache nach Hause gefahren. Man muss eben gerade, solltest du sogar. Vor 15 KPR muss man wirklich gerade lobenswert sagen, dass sie gesagt haben, sorry für den Fire and Charge, weil es haben mich zwei Leute noch geschossen, obwohl ich am Charge war. Aber sie haben sich jetzt entschuldigt dafür, das ist, macht nicht jedes Regiment, das muss man ganz klar sagen. Manche sagen, jo, haben wir halt gemacht, mein Gott. Aber sie haben sich entschuldigt dafür, das muss man wirklich nobel erwähnen. Auf jeden Fall, also sie sind sehr nett gewesen, vor allem als sie meinten, dass sie nur 14 Mann haben, haben sie gesagt, dass das 2HR aus ihren Augen gerne so balancen könnte, als hätten sie 15, da 15 ja das Minimum für die NWL ist. Insofern, die sind hier wirklich absolut fair unterwegs, das muss man ihnen zugute halten. Ich habe bisher auch wirklich nicht gesehen, dass sie auch nur in irgendeiner Weise gegen die Regeln verstoßen hätten. Also sehr gut bis hierhin. Durchgeladen ist beim 2HR, das heißt, die können jetzt nochmal gegenhalten und die schießen jetzt einfach nochmal, weil auf die kurze Distanz, warum soll man da nicht schießen? Man kann auch mal in eine stehende Linie schießen, nur jetzt würde ich mich weiter bewegen, weil jetzt können sie richtig eine Salve reinbekommen. Ja. Tun sie aber nicht. Chancen plus fürs 2HR, ich habe auch eben gerade gesehen, dass sie, sag ich mal, angehittet waren, ich meine, angehittet ist auch schon ganz gut. So, sie haben sich nicht weiter bewegt, aber sie können ja auch nochmal gegenhalten, also klar. Oh, das war gerade eine richtig böse Salve, auch von Harris ein Schuss. Ja, auf die Distanz. Auf die Distanz ist das immer cool. Hat Harris auch einen Kill gemacht? Ah ja, hat er. Ja, eben gerade, ja, hat er. Ja. Mit der Pistole. Also, ich würde sagen, die Runde... Sieht gut aus, ja. Ja, also vier, es sind jetzt noch 4 gegen 11, also 3 gegen 11, also das dürfte eigentlich die Runde jetzt auch gewonnen sein. Ah, wieder ein Teamkill. Wieder ein Teamkill, aber wieder gut nach Hause gefahren. Also bis auf den Teamkill ist keiner gestorben beim 2HR. Der Teamkill kann halt passieren, wenn man so in der Überzahl ist. Trotzdem, Killjoo wird sich jetzt zu verantworten haben gegenüber seinem getöteten Teamkameraden. Das ist natürlich nicht das, was man von ihm erwartet als Gemeiner und damit als zweithöchster Mannschafter von der Rangordnung her. Also, natürlich gibt es auch noch andere Gemeine. Also er ist rausgegangen, ich weiß nicht warum, aber er ist mal raus. Vielleicht hat er selber die Konsequenz gezogen und gesagt, okay, ich habe es einen Teamkill gemacht, es kann jemand anders da reinkommen. Glaubst du, ist es auch? Ich glaube, Defa, das ist reingekommen gewesen. Ja. Gemeiner für Gemeiner. Romani. Ah, ja. Romani, okay, gut. Genau, da habe ich noch 0-0 deswegen, also er ist jetzt reingekommen. Ist auch eine faire Geste von ihm, muss ich sagen. Killjoo. Aber ansonsten sieht es eigentlich jetzt ganz gut aus. In der ersten Runde war, ich denke mal, so ein bisschen abtasten. Wie gesagt, hat die Kommunikation gefehlt, aber letzten zwei Runden haben wir gesehen gehabt, durch die Schüsse haben sie richtig gut reingeschlagen, reingebrettert. Genau, das würde ich auch so sehen. Also in der ersten Runde war es ja wirklich so ein Hin- und Herlaufen. Der Kreis hat sich akut, also ganz plötzlich enger gezogen und dann ging es in den Nahkampf. Damit hat das 2HR nicht gerechnet, es hatte nicht die Initiative. Die Leute waren überrumpelt. Was jetzt besser gemacht wurde und was man wirklich Harris hier zugutehalten muss als kommandohabender Offizier hier, ist, dass er jetzt den Leuten die Initiative zurückgegeben hat, indem er wirklich hat schießen lassen und auch konsequent hat stehen lassen. Ich denke mal, das mit dem da stehen lassen war nicht schlecht.
Denn dadurch haben die Leute einfach so ein Grundvertrauen. Ne? Sie stehen da, sie schießen, selbst wenn ein paar abgeschossen werden, sie können umso stärker nochmal antworten. Das war an sich kein schlechtes Manöver, das war sehr gut gemacht. Ich denke mal, die Ruhe hat er jetzt wieder reingebracht in die Linie. Und wir sehen es ja vielleicht am Feind, der hat deutlich mehr Respekt, der ist jetzt ganz, ganz weit hinten und stellt sich da auf. Das wird also eine Sniper-Runde, wie es aussieht. Ja, das hat auch damals in Harris gesagt gehabt, so komm, lass uns mal ein bisschen mehr schießen, und es hat jetzt auch wirklich gesagt, okay, komm, machen wir. Wir machen also mehr Schusstraining, muss man wirklich sagen. Also es klappt auch richtig gut. Wir haben jetzt auch so keine Taktik, sondern die ich natürlich jetzt nicht verrate, ist ein Betriebsgeheimnis, auf gut Deutsch gesagt. ja, also ja, man hat es eben gerade gesehen gehabt, auch sag ich mal, auf nähere Distanz haben trotzdem die meisten Schützen von uns eigentlich getroffen, auch wenn man eine Salve von 15 kpr reinbekommen hat. Trotzdem hat man gesehen, wir haben auch mehr Kills gehabt. Und ich meine, diese Schussduelle sind schon ziemlich wichtig, weil im Nahkampf kann man gut sein, wie man will. Wenn man, sag ich mal, drei Zeilen unterlegen ist, weil vorher einfach gut geschossen worden ist, dann hat man eigentlich die Runde so gut wie verloren. Ja, es sei denn, man heißt 17E oder Nummer 24. Ja, stimmt. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, natürlich. Klar. Also das ist halt so, ne? Im Nahkampf entscheidet wirklich der reine Skill im Nahkampf. Da sind viel mehr Faktoren wichtig. Beim Fernkampf muss er halt richtig zielen, abdrücken. Und dann ist es egal, wer da steht, welchen Skill der hat, der ist einfach tot. Und deshalb macht es sehr viel Sinn, den Fernkampf durchaus auch zu trainieren. Zumindest in einem gewissen Maß. Man kann ja auch schauen, dass man ihn effektiv gestaltet. Es geht ja nicht nur darum, dass der Einzelne trifft, sondern es geht auch darum, wer schießt wohin, wer schießt wann wohin und warum. Und damit man eben möglichst viele Treffer erzielt. Insofern, da kann man durchaus einiges trainieren, was zu einer gesteigerten Leistung auf jeden Fall führt. Auf 15, wie ich jetzt hier sehe, ist 15 kpr, will ich glaube jetzt nicht auf ein näheres kürzeres Distanzgeplänkel einlassen. Wie man sieht, sie gehen hier schön hinter den Berg in Deckung, was auch vollkommen legitim ist. Kommen sie ein bisschen raus, aber das ist noch ein bisschen zu weit Distanz. Jetzt Ja, mal sie sie jetzt dürfen eher das. vers ja klar, natürlich. Sie wollen wahrscheinlich jetzt eher versuchen, dass es auf nähere Distanz geht, damit sie in den Nahkampf vielleicht gehen können. Ja. Ah, schöner Oh. Treffer. Headshot und dann noch ein Treffer. Treffer? Treffor wegen Okay. Gravor. Naja. Bin ich ja mal gespannt, ob das 2HR dagegen halten kann, weil bisher haben sie niemanden getötet, bis auf einen. Und sie haben nur Leute angehittet. Jetzt Maximus mit einem Headshot. Hier, schön. Wunderbar. Ja, da muss aber nur also ein bisschen ein paar mehr Treffer eigentlich kommen. Ja, die Sicht ist halt ein bisschen eingeschränkt durch die zwei Bäume. Ja, das stimmt, ja. Aber wie man sieht, er lässt immer noch freies Feuer. Ja, das würde ich jetzt Also einfach. abbrechen. Ja, schöner Schuss. Ja, das ist natürlich die Frage. Lässt man es abbrechen oder lässt man einfach weiterfeuern, um einfach den Gegner ein bisschen zu beschäftigen? Klar, der Druck wird dadurch aufrechterhalten. Das hat einige Vorteile bisher. Also die Entscheidung war auch absolut nicht falsch. Nur jetzt haben sie sich halt auch wieder einen Treffer zugezogen, weil sie ein wesentlich besseres Trefferbild abgegeben haben. Nicht Trefferbild, sondern eine bessere Zielscheibe abgegeben haben. Ist halt immer eine Abwägungsgeschichte, aber Kori ist heute stark unterwegs mit den Treffern und Oberjäger Ja. Hufflepuffel hier mit 6 zu 1 sollte man auch mal erwähnen, gut dabei. Stimmt, ja. Das ist auf jeden Fall auch eine Erwähnung wert. Teil ist auch sehr, ja, man kann nicht vorhersagen, welches Team gewinnt, weil wir sind, also das Preußen ist noch mit 14, 15 kpr noch mit 13, also das ist noch ziemlich ne, ist noch ziemlich ausgeglichen. Auf jeden Fall. Und vielleicht fahren Sie da gar nicht so falsch beim 15. KPR, jetzt einfach hier mal auf den Fernkampf im eigentlichen Sinne des Wortes, nämlich Fernkampf, zu setzen, weil Sie da anscheinend Ihre besten Chancen sehen. Und bisher bestätigt sich diese Annahme ja, dass Sie hier wirklich durchaus mithalten können mit dem 2HR. Doch auch beim Fernkampf darf man nicht vergessen, ist die Kommandoleistung wichtig. Wie gesagt, Neoff hat bis hierhin ein sehr gutes Bild abgegeben, aber dass Harris das kann, weiß ich, und deshalb glaube ich, dass er hier nicht alt aussehen wird gegen den Oberst des 15. KPR. Er lässt jetzt auch schon gestaffelt anlaufen Ja. und hinstellen auf den Hügel und denied damit eigentlich jegliches Manöver. Ja, der Musketierparauch hat jetzt den Baum halt press vor der Nase. Das ist halt jetzt ein bisschen doof für ihn, aber kann man halt nichts machen. Jetzt gab es eine Salve vom 2HR, die hat nicht sonderlich getroffen.
eine Kontersalve vom 15. KPR, da hat auch nichts getroffen, soweit ich weiß. Und Neov lässt auch sofort wieder weiterlaufen. Vor dem Nachladen möchte er in Deckung gehen, weil er gesehen hat, der Harris, der rückt bereits aus mit seinen Leuten und der hätte ihm dann eine schöne Salve um die Ohren hauen können. Das will er natürlich verhindern. Ja, ist klar. Also wir sind jetzt eigentlich ziemlich abtastend. Das haben wir jetzt auch die längste Runde, wo wir bis jetzt haben. Also wir sind jetzt halt nur bei 7 Minuten, sagen wir mal. Aber das ist jetzt die längste Runde. Ja, wenn das so weitergeht. Okay, dann dauert das noch ein bisschen länger. Ja. Naja, ich denke mal, klar, 50 das oberste Neov hat jetzt gesehen gehabt, was Svedelr imstande ist. Dass es sowohl im Schießen als auch im Nahkampf ziemlich gut ist. Und vielleicht deswegen versuchen will, wie du es gerade gesagt hast, einfach mit, von der Fernkampfdistanz einfach das zu, ja, zu dezimieren, zu mürben. Was ihm ja auch einigermaßen gelingt hier. Ja, wieder ein Treffer. Wir haben pro Salve ein Tod, ein Verlust, sage ich mal. Das kann man ja dann zusammenrechnen. Hilft mit, also das zum Ziel ist auch mit der Zeit. Kann das auch zum Sieg führen. Definitiv. Also die Guten, sage ich mal, von der KD her sind zum Glück alle noch am Leben beim 2LHR. Wenn wir mal die Guten als diejenigen bezeichnen, die in den ersten drei Runden im Nahkampf haben Kills abstauben oder halt auch wirklich machen können. Wobei abstauben, wie gesagt, hier nichts Unehrenhaftes ist. Das hilft an sich, solange man dabei halt keinen Teamkameraden blockiert. Wer Teamkillt, ja. Ja, oder halt sogar Teamkillt, wenn man übermütig wird, aber dann hat man ja nicht abgestaubt. Oh, jetzt hat Harris die bessere Position, er ist oben auf dem Hügel. Definitiv, er ist auch schon gestaffelt. Ah nee, jetzt macht er die Kurve wieder zu. Jetzt könnte er vielleicht eine Salve reindrücken, nämlich von rechts hier. Ja, er möchte, dass er stehen bleibt. Er möchte einfach, dass der Gegner stehen bleibt, aber Neov wird ihm diesen Gefallen nicht tun. So, jetzt gibt's eine Salve rein, die könnte gut treffen, die könnte gut treffen. Ja, ah, die Leute müssen sich die Schüsse aufheben. Die müssen sich die Schüsse mehr aufheben. Jetzt gibt's die Kontersalve, rechtzeitig losgelaufen von Harris. Einigermaßen zumindest. Trotzdem schöne Treffer hier, 10 gegen 10. Jetzt geht's in den ausgeglichenen Nahkampf. Jetzt geht's in den Nahkampf. Uiuiui. Kleines Loch. Jetzt muss Lee vom zweiten LR, muss es gut halten. Auf jeden Fall sieht... Ach Gott, ich kann gar nichts dazu sagen, aber es sieht ganz gut aus, wenn wir in den Chat schauen. Ja, das stimmt. Zum Jubeln ist es trotzdem noch nicht. 7 gegen 5. Da müssen sie weiterhin reinhauen. Jetzt tut sich natürlich Gonzales hervor. Hier Boboy auch. Gut dabei. Ja, und jetzt zeigt auch unsere Nahkämpfer, wie wirklich gut dabei sind. Hinten sind 2 gegen Oberst. Ja, der hat... 2 Leute ist halt ein bisschen schwieriger. Man muss sagen, das 15. KPR schlägt sich gut. Also sowohl im Fernkampf haben sie gut getroffen, absolut ordentliche Leistung, im Nahkampf auch sehr gut. Die überraschen mich wirklich ein bisschen. Also das ist gut, was die machen. Also ich kann nichts zu sagen. Also ich kenne das 15. KPR jetzt nicht so, sag ich mal, von früheren Games, sag ich mal, wie sie so sind. Aber was ich jetzt sehe, also überzeugt mich schon, dass sie auch allen Grund haben, den NBL mitzumachen, weil sie schlagen sich wirklich gut. Nur eben gerade die Linie vom 2. LR hat einfach gestimmt, die Abstimmung hat gestimmt, das Teamplay hat gestimmt. 1-2 vom LR sind auch rund, also in einem, diesen Rundbogen sind sie gelaufen und sagen wir, haben den Feind von hinten attackiert, was natürlich auch eine ziemliche Verwirrung stiftet. Und ja, hat gut funktioniert. Ja, ruhig, Bello. Er wollte auch mal was sagen. Ja. Ja, ich denke mal, wir haben vorhin gerätselt, wofür steht überhaupt KPR. Einer hat übrigens RPK dastehen, der Recruit Picker. Naja, KPR dürfte hier, glaube ich, dafür stehen, vor allem das 15. Das weist darauf hin, dass das letzte R für ein Substantiv im Neutrum steht. Und deshalb kann es eigentlich nur Regiment sein, also 15. Das königlich-preußisches Regiment. Ich habe gar keine Ahnung, was du geredet hast, aber das klang gut. Ja. Zwei Treffer hier. Ja. Wissen wir mal, während wir hier ein bisschen labern, macht die Kills. Das ist ja unglaublich. Ah, wir sollten nicht so unaufmerksam sein. Die Highlander, die spielen ja gerade die Highlander. Also, die Blackwatch, verstecken sich ein bisschen hinter dem Stein. Jetzt könnte eigentlich schön getroffen werden. Da muss auch schön getroffen werden, bitte. Ja. Ah, jetzt würde ich mir die Schüsse aufsparen. Jetzt würde ich sie mir aufsparen, aber gut, sie treffen. Also insofern, warum aufsparen? Fünf Kills. Der Winkel ist nicht gut. Der Winkel war gerade gar nicht gut fürs 2LHR. Harris hat das Schlimmere gerade noch verhindert. Ja, trotzdem 3 Leute sind leider tot. Darunter auch Corey und Leonard, die also
gute Stats haben. Kommt drauf an, ob sie jetzt noch einen Schuss drin haben. Haben sie nicht, er geht in den Charge. Er geht in den Charge, 13 gegen 12, das ist komplett ausgeglichen. Das muss jetzt gut laufen. In der Mitte wird die Linie noch gehalten. Ja, ein paar Fehler werden bestraft, ein paar Leute, die sich zu weit vorwagen, sehr schön. Gleichzeitig an den Flanken bröckelt es ein bisschen vom 2HR jetzt. Ui, schön von Kuckuck. Ja. Paffel Paffel mit 14-2, das muss man echt nochmal hier hervorheben. Richtig starkes Match von ihm. Ja. Mit 15-2 am Ende. Das Kuckuck, das hat eben gerade, hat mir selber gefallen, ich habe auch gerade gesehen, der ist wieder um die Linie rum und hat einfach zwei Leute, die er seine Double Kill gemacht hat, wie man so schon sagt, hat einfach von hinten erstochen. Das heißt, also diesmal beim 15. KPR hat eben die Kommunikation nicht gestimmt, dass man sagt, pass auf, hinter dir, der Hintermann, wie man es zum Beispiel auch so schön sagt, im Fußball sagt, Hintermann, aber er hat zwei Leute von hinten erwischt, da hat die Kommunikation absolut nicht gestimmt und die Mitte hat super gehalten mit fünf Leuten vom 2. LH, hat super funktioniert, also die Taktik ging diesmal richtig gut auf. Ja, wobei es natürlich auch ein Qualitätsmerkmal eines Regiments, also bezüglich des einzelnen Skills der Spieler ist, wenn sowas gar nicht mal mehr so notwendig ist, also wenn das Regiment, wenn die einzelnen Mitglieder auch so genug Überblick über das Spiel haben, dass sie merken, jetzt könnte einer hinten sein, weil vorne gerade gar keiner ist, aber eben habe ich noch einen mehr im Kopf gehabt. So. Also wenn man sehr viel Erfahrung hat, dann merkt man sowas, dass von hinten einer kommen wird, dann kann man zum Beispiel präventiv nach hinten stechen. Nur das sollte man wirklich erst machen, wenn man viel Erfahrung hat, ansonsten macht man auch Teamkills. Trotzdem, um jetzt mal zu relativieren, warum das zum Beispiel beim 2LHR vorhin nicht geklappt hat, in der ersten Runde hätte man ja sagen können, du meintest ja, es lag an der Kommunikation, da könnte man ja jetzt mein Argument dagegen verwenden und sagen, naja, also Kommunikation braucht ihr doch nicht, ihr seid doch alle so gut. Naja, was anderes ist es, wenn man als erfahrener Spieler plötzlich in einer Situation ist, in der man noch nie war. Klar, da kommt einem Erfahrung auch zugute, nur wenn man völlig überrumpelt ist, um einen rum stirbt alles, ja, dann stirbt man einfach selber auch. Also deswegen, das hat da... in so einem Extremmoment, da kann man sowas dann nicht anwenden. Ja, wie du es eben gerade gesagt hast, dass wenn man denkt, okay, hinter mir könnte einer sein, man schicht nach hinten und trifft man einen Teamkameraden, ist ja kontraproduktiv, deswegen geht es auch die Zirkonflex-Taste über Tab, dass ich dann vielleicht mal ganz kurz umgucken kann, so, ist jemand hinter mir oder nicht. Aber ansonsten, ich meine, Teamspeak so kurze, knappe Kommandos, wie jetzt zum Beispiel hinter dir oder Kuckuck hinter dir, ja, ich meine, sowas kann man machen. Also, das stört auch nicht wirklich, ich meine, das ist das Spielgeschehen. So, warum macht jetzt Teamkills? Ich weiß nicht, Maximus hat Mohun erschossen, vielleicht hat er irgendwie Mist gebaut. Ich glaube, er hat was in den Chat geschrieben. Nee, Cory hat was in den Chat geschrieben. Live and Reset gibt's hier von Neof. Ich glaube, gar nicht also mitbekommen, dass hier zugestimmt wurde, der Map. Aber gut. Ja, ich denke mal, ja. Also von oben Sicht, also es sind wenig Bäume. Das ist eigentlich ziemlich ein bisschen hügelig für beide Seiten. Ich denke, die Map war eigentlich eine gute Wahl. Der Fluss hier stört eigentlich am Kartenrand, sieht zwar schön aus, aber der stört auch nicht wirklich. So. Ich würde sagen, ja, die Karte geht nicht. Kann man eigentlich gut bespielen. Ja, das 15. KPR hat halt schon den Monsterhügel da stehen, ne? Aber. Ja, in der Mitte links, der ja, gut. Der lässt sich umgehen, da läuft Harris gerade auch hin, aber vielleicht ist das 15. KPR ja so gentleman-like hier als Briten, auch wenn sie Schotten sind, dass sie das nicht tun. Wobei, jetzt gibt's gleich wieder total den Rage, Schotten wären keine Gentlemans, was fällt mir ein, das zu behaupten, bla bla. Dann bash ich halt einfach mal Iren, es gibt glaube ich weniger Iren als Schotten. Oh, eine Salve vom 15. Jawohl, sie legen schon mal an. Und nö. Kein getroffen. Ein Hit, oder? Ein? Könnte sein, ich hab's nicht genau gesehen. Auf jeden Fall, hier schön von Neof lässt erstmal hinter den Hügel zurückfallen. Also kann man jetzt schön, also taktisch gesehen ist es schön. macht man auch so eigentlich. Also ist jetzt nichts Verwerfliches oder so. Ja. Ist halt, sag ich mal, Nutzen der Möglichkeiten in einem Ausmaß, das den Gegner nervt. Ja, das stimmt. Also ich denke mal, das habe ich gerade gesagt, ja, aber ich meine, es gibt wirklich Regimente, da regt man sich tierisch drauf auf, weil wenn sie headglitchen die ganze Zeit oder immer nur campen. Wir hatten mal ein Match gehabt, ich weiß noch, ich will gerne den Namen jetzt sagen, aber die haben, ich glaube, 5 Minuten lang hinter dem Hügel gestanden, haben gewartet, bis wir gekommen sind und uns abschießen konnten. Sowas nervt. Aber wie ist halt das 15 KPR, sie präsentieren sich, sie kämpfen offensiv mit, sind nicht zu defensiv, sowas macht auch Spaß. Und ich glaube, das sollte der Hauptgrund sein, einfach das Spaß haben, einfach genervt, sag ich mal, vom PC sitzen, oh, was machen die schon wieder für Mist? Das ist meine Ansicht. Ja, also
Man sollte schon Spaß haben. Es ist immer so ein Mix, den man finden muss aus Gewinnen und Spaß haben durch Gewinnen und Spaß haben durch Spielen. Ich persönlich bin ja eher der Meinung, der Weg ist das Ziel. Also auch bei Spielen. Das Spielen macht Spaß, nicht das Gewinnen. Aber der Weg macht auch nur dann Spaß, wenn er, sag ich mal, nicht unbedingt extrem schwer zu gehen ist. Also er sollte halt auch irgendwie irgendwo hinführen, wo es schön ist und dementsprechend auch an schönen Gestaden vorbei entlang führen. So, jetzt habe ich genug gebrabbelt, jetzt geht's gleich wieder los. Ja, der Todeskreis zieht sich wieder enger. Genau, diesmal ist es mehr so ein Todesviereck, das Harris da Ja, gezogen hat. jetzt kommt ein Ei raus und jetzt kommen die ersten Schüsse. Ah, ersten zwei Treffer, drei, vier und jetzt komme ich die Salve. Oh, Ah, da kann wird jetzt schnell losschießen. gecharged. Da wird schnell gecharged und das hier könnte man als Schuss außerhalb der Formation deuten. Allerdings sind die Leute in der Mitte gestorben, insofern passt das. Das 15. KPK, nee, KPR KPR. hat sich ganz gut zurückgemeldet, also sind nur zwei Mann hinten dran. Das heißt, sie haben insgesamt nur einen Mann weniger getötet während des Schussgefechtes als das 2HR. Aber im Nahkampf, da sieht es gut aus fürs 2HR. Die sind jetzt warm geworden, würde ich sagen. Die sind jetzt einfach drin und die guten Leute, die schnetzeln dann eben auch. Cory, Gonzales, Kuckuck, die kennen wir ja. Vor allem du als Adjutant der Infanterie kennst du ja auch noch mal mehr. Also vielleicht kenne ich Gonzales besser, aber die anderen kennst du sicher besser. Ja, wie man hier gerade gesehen hat, also die Teamknecht, also dieses Teamplay von ZNLR haben wieder gestimmt. Wobei, sag ich mal, drei Leute eben gerade nicht mit ihrem Oberst Neof zurechtgefunden haben, also fertig geworden sind. Jetzt sind drei Leute gegen ihn, jetzt kommen noch einer hinzu. Könnte sogar sein, dass vielleicht zu viele auf einen Sitz sind, was hier das Risiko bewirkt wegen Teamkill. Machen es aber jetzt gar nicht so schlecht. Ah, okay, ist ja gefallen. Schön gemacht hier von Killjoy, Cory und The Tiger, Kuckuck. Erfahrene Leute, die haben das einfach hinbekommen. Romani Dracone holt sich den letzten Kill, den lieben The Rocks. Und damit steht es 6 zu 1 für das 2HR. Nee, 5 zu 1 für das 2HR. Und damit haben sie ja unentschieden schon mal. Das ist schon mal wichtig, ganz, ganz wichtig. Aber wenn sie jetzt noch eine Runde gewinnen, dann ist das 2HR in der zweiten Liga und vielleicht sogar noch wichtiger, dann sind wir in den Championship Rounds, weil dann sind wir garantiert Erste der dritten Liga, dann sind wir garantiert Erste der Tabelle. Und als Erste der Tabelle können wir in einer Championship-Runde, dann in der dritten Saison der Championships, gegen die Ersten der zweiten und ersten Liga spielen. Und das sind dann wirklich die allerbesten Regimenter der Welt. Und das könnte spannend werden. Also da sind richtig gute Leute dabei. 90 Second, 17 E, Nummer 24, um nur einige zu nennen. Ja, 77Y vielleicht auch Auf jeden Fall. Elite von ihnen. Also sieht jedenfalls so aus, als würden sie da wieder reinkommen. Aber muss man alles abwarten. So, schöne Salve hier vom 2HR. Gerade der hintere Teil hat gut getroffen mit Cory und Mohun. Ja, jetzt komme ich die Retourkutsche, aber nur ein Kill. Da ist ja wieder keine Chance im Plus. Aber So, ja, leichte Positionsveränderung. nachdem durchgeladen wurde, lässt Harris die Position, wie du schon gesagt hast, wechseln und die Leute treffen wieder gut. Oh, Richtig sehr schön. gut. Oh, eine Salve, vier Kills, das ist schon. Ja, das war jetzt eine gute Salve. Ja, mir ist gerade das Wort entfallen, was ich eigentlich sagen wollte. Vielleicht hat man es gerade gemerkt. Das war jetzt gerade eine gute Differenz zu der Salve. ja, Und Cory? Und bärenstark. Cory ist heute 7 zu 0. Also, der trifft eigentlich auch fast alles anscheinend heute. Ja, Cory hat echt seinen guten Tag hier. Ja, das stimmt. Also 18 zu 11 sieht gut aus fürs Wurde LR. Jetzt kommt nochmal Ja. er schreibt kurz slash Hacks auf. Ja, kleiner Spaß muss sein. Ja, Cory ist ja auch ein alter Kamerad des 2HR. Der war ja schon vor einem Jahr im Regiment oder vor ein bisschen länger als einem Jahr im Regiment. Ist dann irgendwann rausgegangen, hat selber sein Glück versucht und ist dann wieder zu uns gekommen irgendwann, als er gemerkt hat, ja, es ist zwar her, er ist doch das einzig Wahre und ich glaube, das sieht man hier gerade auch. Eieiei, da hätten sie sich das Schießen ein bisschen sparen können. Das könnte man Ja, die letzten drei, zwei, ja. mit viel Missmutigkeit als Schuss im Charge interpretieren. Auf der anderen Seite, es hätte in dieser Runde gar keinen Unterschied mehr gemacht. Also das waren Nee, zwei also Kills das und da waren noch war. vier Gegner übrig. Ja. Also, sorry. So, 6 zu 1, das heißt, wir dürfen schon beglückwünschen, das zweite LR sind Tabellenführer.
Auf jeden Fall. Das Walther R hat damit die dritte Liga gewonnen. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Sehr schön. Einige Regimenter sind ja rausgequittet aus der dritten Liga, natürlich nur, weil wir sie besiegt haben. Im Zuge dieser Regimentsquits wurden uns ja drei Siege aberkannt. Insofern, da kann man gar nicht sagen, dass uns das zugute kam, denn die Regimenter hatten wir schon besiegt. Danach sind sie gegangen. Wie gesagt, das unterstützt meine erste These. Aber das ist schon mal richtig stark und das ist natürlich ein Erfolg. Also, dass wir uns hier so stark melden, hätte ich mir erhofft, habe ich mir auch realistisch erhofft, aber dass es wirklich passiert, ist doch nochmal schön. Muss aber wirklich sagen, einmal jetzt zeigt sag mal, die zweite LR wirklich seine Klasse, wenn wirklich die Elite, sag ich mal, von Gefreiter, Gemeine, Musketier und so weiter, wenn wirklich unsere besten Leute zusammenspielen, da kann man schon was erreichen. Also vom Schießen her war es gut. Die erste Runde, wie gesagt, damals waren jetzt nicht so gut, aber die letzten Runden waren auch vom Nahkampf her richtig gut gemacht. Die Kommandos von Harris sitzen, die werden auch sofort umgesetzt. Also da Kommunikation stimmt wirklich gut zur Zeit. Auf jeden Fall, klar. Also wir haben gute Offiziere da, die können gut kommandieren. Wir haben sehr aktive Trainings. Ich schaue immer wieder rein. Also die machen wirklich neidisch, die Trainings der Infanterie. Wir Kavalleristen, wir haben momentan gerade alle nur einen Server. Wir sind dann meistens auf dem Groupfighting und üben halt gegen andere Regimenter. Die haben so richtig durchorganisierte Trainings und wieder unglaublich gute Schussleistung hier. Boah, Da geht's wieder los. Wahnsinn. Keine Verluste beim 2HR bis hierhin in dieser Runde. Und ich glaube, so langsam verliert das 15. KPR auch so ein bisschen die Moral, denn ich meine, die haben gut angefangen, ja, die haben sich gut präsentiert, da gab es knappe Runden. Ja, das stimmt, ja. Und das muss Total. man ihnen wirklich hier zugute halten. Sie haben gekämpft. Sie haben wirklich gut gekämpft. Und man hat gesehen, sie haben gute Nahkämpfer, sie haben gute Schützen, sie haben guten Oberst, aber die Runde hier verheerend natürlich. Ja, also. Ja, die Runde war jetzt wirklich eine der besten. Mit gerade mal einem Kill vom 15. KPR, nämlich das war nämlich Mohun, weil der einzige, der jetzt gestorben ist. Also die Runde war jetzt wirklich eine verheerende Runde. Aber ich denke mal, okay, 15. KPR sagt, okay, komm, wir spielen die Runde jetzt noch zu Ende, wir haben es da verloren, aber sie wünsche ich auch noch gut präsentieren. Mohun wurde Okay. getötet und geht deshalb raus hier. Ganz folgerichtig hier. Wir sind wie die japanischen Kaiser. Wer das Wetter falsch vorhersagt, der darf sich selbst umbringen gehen. Wobei das war in Japan. Ich weiß nicht, wie das in China war. Da gab es sicher auch Methoden, sich derer zu entledigen. Ja, der gesagt hat, also wenn er entweder stirbt ehrenvoll oder ja. Na gut, was ich hier damals vor Japan vorgefallen ist, ich war doch nicht auf der Welt. Das Zeitzeug bin ich nicht. So ein Jammer. Aber ich glaube, ich schweife jetzt ein bisschen vom Thema ab. Auf jeden Fall tun wir. Vielleicht auch, weil es gerade so gut läuft. Also man muss auch sagen, mit einem richtigen Selbstvertrauen und man geht das, weil Herr, ja, weil er hier gerade in die Runde stellt sich einfach mal hin, schießt. Mein Gott, der Feind ist zwar fast gar nicht zu sehen, aber schießen wir doch einfach mal. Man muss Oh, sagen, ein Treffer. ja, zwei Leute haben sie aber auch schon verloren. Damit heißt es 15 gegen 15. Ja, 15 gegen 14. Sofort Cory mit dem Headshot hier 9 zu 0. Gonzales mit 7 0 nicht minder schlecht. Und Kuckuck 80 hier mit 5 0 auch gut dabei. Der empfiehlt sich sicherlich, oder alle drei hier empfehlen sich sicher mal auf eine irgendwann mal erfolgende Beförderung zum Adjutanten, ohne dir jetzt hier kalte Füße machen zu wollen. Blue Light. Ach Quatsch. Du, also ich sehe das in den Rängen immer ganz gelassen. Wenn sie sagen, ach komm, du bist einer besser wie du, werd gefreit oder sowas, dann würde ich nie sagen, nö, ich will jetzt unbedingt Adjutant bleiben. Also ich sehe das ganz gelassen. Hey, Quatsch, so war es auch nicht gemeint. Das war auch spaßhaft gemeint. Ist ja nicht so, als Ich müsste bei weiß. uns ein Adjutant weichen, wenn ein neuer kommt. So ist das ja Ach was. nicht. Zumal du ja eh schon Gründer der Artillerie im 2HR warst und mehrmals Leutnant, sowohl bei der KAF als auch bei der Arti. Ich glaube, da Ja. verliert man irgendwann die Ranggeilheit. Ja. Und irgendwann denkt man sich einfach so, jetzt kann man andere, sag ich mal, führen, beziehungsweise die Verantwortung tragen. Also, wir haben jetzt seit Juni, ich bin jetzt fast ein Jahr auch schon dabei. Habe auch schon viele kommen und gehen sehen. Aber es macht immer noch Spaß. Ja, ich bin seit anderthalb bis ein Dreivierteljahren dabei. Ich wurde seit Boah. fast anderthalb Jahren nicht befördert, ich Armer. Oh Gott, oh Gott. Ja, Obermajor oder Hauptmajor gibt's halt mal nicht in der realen Ja, es Welt. gibt den Oberstleutnant, aber ich fand einfach, Oberstleutnant klingt nicht schön. Also ich fand, Major ist ein viel internationalerer Rang als Oberstleutnant, sonst wäre ich natürlich längst befördert worden. Aber ich habe Cooper immer gesagt, wenn du mir mit irgendwas drohen willst, dann droh mir mit einer Beförderung, weil ich will nicht Oberstleutnant heißen.
Oh, jetzt wurde der Oberst erschossen, aber der hatte auch kein Offiziersgewand an. Insofern würde ich das jetzt mal nicht als Officer-Shooting einstufen, zumal Harris ihn erschossen hat. Also Officer Ja, auf aber Officer. trotzdem, ja, aber trotzdem wird gesagt, auf die Elm, Es na. ist aber nicht erkennbar, also das ist der Offizier, weil jetzt sollten sie die Runde aber schon auch für sich holen. Hier, das kann nicht sein, dass sie das verlieren. 6 zu 3 sieht gut aus. Machen sie 6 zu 2, gut. Hätten die zwei müssen, genau, die müssen zurückziehen, müssen warten, bis ihre Kameraden kommen, haben sie das schön gemacht. Sind nicht in 1 gegen 1 Duelle gegangen, sondern warten einfach ab. Jetzt sind sie sich in Überzahl mit 6 zu 2. Okay, 5 zu 1, ja, genau. Ja, es steht nicht Mohun zu hier im Chat zu schreiben als Unteroffizier. Insofern völlig richtig die Zurechtweisung von Maximus da im Chat. Das wird ihm überhaupt nicht gefallen, dass Mohun hier dem Gegner, der sich hier wirklich respektabel an die Regeln hält, bis zum Schluss, dass Mohun denen hier sowas schreibt wie Selbstschuld. Das ist absolut das Letzte. Ja, das stimmt. Insofern, um uns hier mal ganz klar davon zu distanzieren, das geht auch nicht damit einher, wie wir da verfahren, regimentsintern, in der Nachbereitung einer solchen Schlacht. Na, Querschläger, das schwarze Schaf hast du immer. Und, na gut, das wäre wahrscheinlich eine Nachbesprechung, wird das wahrscheinlich dann noch, ja, ich will sagen, Konsequenzen haben, es ist wahrscheinlich in der Nachbesprechung auch noch diskutiert, dass man sowas bitte zu unterlassen hat. Vor Ja. allem als Unteroffizier. Man repräsentiert ja auch mehr, sage ich mal, das wird ja leer als sagen wir, wie ein Rekrut. Also da muss schon klar sein, aber das ist jetzt egal, das gehört jetzt nicht daher. Wir sind jetzt, glaube ich, in der letzten Runde. Das sind wir richtig. Und mich würde es freuen, wenn das 2HR jetzt die gute Leistung hier abschließen würde, ohne dass Kill You außerhalb des Befehls schießen muss. Also warum das jetzt wieder sein musste. Kein Mensch legt an, er legt an und schießt. Echt? Naja. So, jetzt wird Ja, geschossen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, sie haben Obwohl die ich finde, NWL, dass. sie haben ihre Liga gewonnen. Ne? Sie sind Oh. ein bisschen euphorisch, vielleicht manche nehmen es nicht mehr so ernst. Sie treffen gut. Und wenn halt mal ein, zwei Leute ein bisschen Mist bauen, okay. Ich glaube, es würde nichts am Ausgang dieser Runde ändern, zumal Killjoy nicht getroffen hat. Und wie gesagt, das ist ja auch Kriterium dafür, ob man eine Runde beanstandet oder nicht. So, wieder Ja, ein Treffer. dort dann. Johnny hat es noch getroffen. Aber ich denke mal, jetzt wird er wieder anhalten, genau. Wobei die Leute Das ist ein nachladen schönes. müssen. Ah, Hinten können na, sie dann schießen, ist hinten also. können sie schießen. Jawohl, schön gemacht von Harris. Oh, war Riesenfinte. trotzdem. Wunderbar. Wow. Tolle Runde. Damit verabschieden sie sich hier wunderbar aus dieser Saison der NWL. Sie werden ja noch ein Match haben, aber gewonnen ist es. Sie sind die Ersten und das haben sie sich hier gut erkämpft. Mein Respekt an die Infanterie, wenngleich es jetzt hier Teamkills en masse gibt. Ja, ich denke mal auch in der letzten Runde lässt die Konzentration schon ein bisschen nach. Am Anfang ist ein schönes Mitfiebern, wenn man denkt man sich, okay, wir haben eh gewonnen. Da will man halt noch den letzten Und Kill haben, ja. ja, oh, jetzt machen sie sogar ein bisschen Duell. Ja, Neov gegen Cory gerade, weil Cory hier mit 10-0 natürlich unterwegs ist. Das könnte er krönen mit einem 11-0. Ja. Oder Neov zeigt Oder. ihm, ja, bis hierhin und nicht weiter. Ich halte die Ehre meines Regiments hoch. Bin ich mal gespannt. Oh, gegen der Oberst. Ah, der. Oh, schön. Das war eine schöne Finte. Schlag gehalten, ausgewichen, reingestochen. Wunderbar von Cory. Das war schön. Das ist ein Das war GG. jetzt GG auf jeden Fall. Ein 9 zu 1 für 2 LR. Damit haben wir die Liga gewonnen. Och, Harris vertippt sich und schreit haha, das ist natürlich echt bitter. Ja, sowas passiert bei einem Siegestaumel. Ja, also zur Entschuldigung von Harris, das H liegt direkt unter dem U und U ist die Taste für den Admin-Chat. Und da das H neben dem G liegt, ist es auch mit Sicherheit ein Versehen gewesen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich schätze auch selbst nicht so ein, das macht haha, das war's dann nicht, aber die wirklich GG schreiben oder ist einfach bei den Tasten neben dran gesprungen. Er hat ja auch nicht HAHA Sehr gut. geschrieben, also insofern. Ja. Ja, also sehr schönes Match Gut. von 15. KPR, die hier zwischenzeitlich mit 18 Mann aufgekreuzt sind. Ich kannte sie nicht, deshalb hatte ich keine besonders hohen Erwartungen. Sie haben meine Erwartungen aber übertroffen. Und vor allem, weil sie sich hier wirklich sehr gut an die Regeln gehalten haben, sehr diszipliniert waren, sie haben die Ruhe im Chat beibehalten, sie haben ihre Formationen durchgezogen, sie haben gut gekämpft. Sie haben uns ein schönes Match geliefert. 9 zu 1 ist ein Ergebnis, das sehr hart aussieht, das sehr hart klingt. Aber ich gönn's dem 2HR ganz ehrlich. Sie haben sich's erarbeitet. Und damit wäre ich fertig. Dein Schlusswort, Blue Light. Ja, also auch, also mich hat vor allem das Schießen sehr beeindruckt vom 2. LR, dass es so reingehauen hat, das hätte ich nicht erwartet. Nahkampf war es auch sehr gut. Also, ich
sehr zufrieden können wir, glaube ich, alle sein. Auch unser Oberster Dan Harris kann, glaube ich, sehr zufrieden sein. Und ich sehe in rosige Zeiten in der zweiten Liga von NWL. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, zusammen mit dir vielleicht auch die Championship Rounds zu kommentieren, denn vielleicht habt ihr Zuschauer es ja gemerkt, der Blue Light, der ist nicht irgendein Gast, das ist ein Gast, der kann selber kommentieren und ich glaube, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass er selber einen YouTube-Kanal hat und er diese Schlacht auch hochladen wird, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Genau, deshalb möchte ich doch an der Stelle mal ganz, ganz explizit für dich Werbung machen, Blue Light. Du bist schon so lange bei uns, du bist ein richtig cooler YouTuber und machst wirklich gute Videos, sowohl zur Feuerwehr, zur Freiwilligen Feuerwehr, das auch ziemlich erfolgreich, also mit vielen tausend Klicks teilweise, als auch wirklich zu Mount & Blade, zum 2. Leibhusarenregiment oder auch zu anderen Spielen wie Minecraft oder was auch immer ihr sehen wollt, schaut auf jeden Fall mal auf seinem Kanal vorbei. Den Link zu ihm gibt's unten in der Videobeschreibung. Insofern Dankeschön, Blue Light, fürs Mitkommentieren. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Wenn die Leute dich nochmal sehen wollen, sorry, dass ich gerade so weiterrede, wenn die Leute dich nochmal sehen wollen, dann sollen sie das bitte in die Videobeschreibung schreiben. Und dann würde ich sagen, freue ich mich auf dich, denn ich will dich auf jeden Fall nochmal sehen. Bis dann. Euer General Pilofas und euer Blue Light. Tschüss.